Herzlich willkommen zu einem neuen Video! Yay! Diesmal sind wir in Kaschan. Eigentlich stand die Stadt gar nicht auf unserer Liste, aber ist dann doch ganz sehenswert gewesen. Du siehst es ja gleich. Viel Spaß beim Schauen! Yay! Das kann ja nur ein guter Tag werden hier in Kaschan. Bei diesem wunderschönen Hostel übernachten wir. Und kosten tut das alles 15 Euro für uns. Und es sieht aus wie bei 1001 Nacht. Wir haben sogar einen kleinen Swimmingpool, den wir aber nicht benutzen. Ich glaube, den benutzt gar keiner. Salam, hello. Thank you. Hey. I love you, hello. I love you. Salam. Merci. Kaschan hat uns sehr gut gefallen. So ein etwas kleineres Örtchen mit ganz tollen Gassen. Es war schon sehr orientalisch. Man hat sich gefühlt, als würde man zurück in die Zeit versetzt werden. Sehr, sehr tolle Moscheen. Auch einer der schönsten Moscheen war die hier, die ihr jetzt seht. Wir waren auch ganz alleine an diesem Tag. Also ist echt ein Geheimtipp. Ganz nette Menschen und sehr wenig Touristen. Wir waren meistens die einzigen und hatten die tollen Gebäude ganz für uns alleine. Mal im Iran hatten wir aber nicht nur Moscheen zu besichtigen, sondern auch ganz viele große herrschaftliche Häuser, die früher irgendwelchen reichen Teppichhändlern oder Schmuckverkäufern gehört haben. Und dort haben wir auch richtig viel Zeit verbracht. Auch hier waren wir fast alleine. Der Eintritt betrug 2 Euro pro Person und wir hatten da eine echt coole Zeit und sind, wie ihr hier sehen könnt, auch ganz gemütlich einfach rumgelaufen, alle Räume waren frei begehbar und wir hätten da auch noch viel, viel, viel mehr Zeit verbringen können. Wenn das Auswärtige Amt es uns anders weismachen möchte, ist das Reisen im Iran wirklich sehr, sehr sicher. Wir haben uns zu keiner Zeit unsicher gefühlt und es waren auch nicht sehr viele Security- oder Polizeileute unterwegs und dennoch hatten wir immer ein sehr, sehr sicheres Gefühl.
auch ein sehr süßes kleines Örtchen. Da sind wir dann mit dem Taxi hingefahren, weil es war schwierig oder es gab einfach keine Busverbindungen. Da haben wir uns den Luxus gegönnt und sind dann für 20 Euro mit dem Taxi gefahren, der uns dann aber auch nach Isfahan gefahren hat und das von Kaschan so ungefähr 300 Kilometer entfernt liegt. Heute sind wir in der alten Stadt Abyané. Ja, genau. Abyané bedeutet rote Häuser und eine lange Geschichte. Hallo. Hallo. Salam. Thank you. Salam. Thank you. Und lauter nette Leute. Die Häuser sind hier aus rotem Lehmstein und Stroh gebaut. Und leider verfällt das Ganze auch im Laufe der Jahrzehnte. Durch Regen, ja, der Regen schwemmt die Häuser davon. Und man hat jetzt hier angefangen, die Dächer mit Beton zu isolieren. Aber es hat sich herausgestellt, das ist gar keine so gute Idee, weil der Beton nämlich die Wände noch mehr zum Einstürzen bringt. Die Wände können den Beton nicht halten und deshalb beschleunigt das eigentlich nur noch den Zerfall. Das passiert dann leider mit vielen Häusern. Die stürzen einfach ein, weil es halt nicht so wetterbeständig ist. So, wenn die hier im Iran Erdgas tanken, dann muss man aus dem Auto aussteigen. Denn Folgendes kann passieren. Und Folgendes ist an dieser Tankstelle schon passiert. Explosionen und Verletzte. Deswegen müssen wir immer aus dem Auto raus. Aber diesmal ist nichts passiert. Wir sind fertig und können weiter. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ihr mehr von uns sehen wollt, dann abonniert uns doch auf diesem Kanal. Und lasst doch einen Daumen da. Und wir springen jetzt mal schnell nach Isfahan. Und sehen uns dann in Isfahan wieder. Bis dann!